Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von For Independent. Ja, heute gibt es wieder ein Cinema 4D Tutorial. Heute werden wir ein abstraktes Objekt erstellen. Es sieht dann ungefähr so aus. Ich kann jetzt nicht sagen, was es darstellen soll, aber es hat irgendwas Cooles. Und das könnt ihr, keine Ahnung, dann noch weiterhin bearbeiten. Und ja, das will ich euch heute zeigen. Ich lösche jetzt das. Das ist jetzt eigentlich nur mein Licht hier oben. Von Moment, die heißt, das ist ein Preset, kann man sich kaufen von Grayscale Gorilla Lightkit Pro, also hat halt Licht und sowas. Könnt ihr euch einmal informieren. Und ja, also wir stellen jetzt unsere Sachen. Dazu brauchen wir erstmal hier unter den Spline Objekten den Helix Spline und stellen es mal auf die X und Y Achse, X und Z Achse, Entschuldigung. Dann gehen wir noch auf Spline und erstellen uns ein Zahnrad. Können jetzt die Zähne halt einstellen und so. Gut. Und jetzt brauchen wir hier unter den Hyper-Objekten das Sweep-Nerbs-Objekt. Und jetzt müssen wir das in der Reihenfolge einordnen. Schaut, kommt da nichts raus. Als erstes Helix-Spline, dann das Zahnrad. Und jetzt seht ihr hier schon mal dieses kleine Gewurstel. Und ja, jetzt könnt ihr hier diverse Einstellungen machen. Ja, guckt. Hier. Ja, ihr könnt da einfach mal ein bisschen rumprobieren. Keine Ahnung. Seid da einfach ein bisschen, ja, sage ich jetzt dazu. Macht so was Interessantes und jetzt könnt ihr hier Material rausnehmen und dann beispielsweise draufziehen. Und jetzt habt ihr eure abstraktes Dingens. Jetzt seht ihr es nicht. Hier die leichte Kante, ja mein Gott. Wir können auch bei Helix auch noch die Einstellung machen. Könnt ihr zum Beispiel hier so eine riesen Schlange und die könnt ihr halt übelst dick machen oder was weiß ich. Zum Beispiel sieht das jetzt aus wie eine Schnecke oder was weiß ich, ja, mein ja, irgendwas Abstraktes ist das, wo ich nicht wirklich bezeichnen kann, was das darstellen soll. Und ich könnte halt Zahnrad auch nur die Zähne Einstellungen machen, ganz wenig oder ganz viele. Das hat natürlich ein bisschen länger zum Rennen, da es viel mehr ist. Und jetzt könnt ihr, wenn ich jetzt mal weniger mache, zum Beispiel nur 36, und dann könnt ihr hier noch den Innenradius einstellen. Und was weiß ich. Mitte. Ja, keine Ahnung. Das war jetzt eigentlich nur ein Beispiel, wie ihr irgendwas Abstraktes stellt. Und ja. Das war es eigentlich schon wieder von mir. Meiner Seite ist eigentlich ein ganz kleines Tutorial, aber ja, ihr seht ja, was da so auf die Schnelle rausgehen kann. Hab's auch erst gerade rausgefunden und hat mich dann leicht angesprochen, das da zum zeigen, wie ihr das machen könnt. Wenn ihr das jetzt einfach rendern wollt, geht ihr hier auf den Button Render-Voreinstellungen, geht auf Ausgabe und stellt einfach die Größe ein, wo ihr wollt. Könnt ihr auch von mir aus Bildschirm 8x6 oder 8x800 nehmen, das sind jetzt dann die YouTube-Maße, wenn ihr es gleich an YouTube importieren wollt. Und wenn ihr ins Photoshop machen wollt, dann empfehle ich euch aber eine große Größe, zum Beispiel 2000x2000, da lässt sich definitiv besser arbeiten. Und dann aktuelles Bild, Speicherort auswählen und dann an Format PNG. Moment. Und den Alpha-Kanal aktivieren, dann ist es transparent. Jetzt könnt ihr euch eine Stelle aussuchen. Und ja, ich will euch jetzt auch nicht hier wie voll labern.
Und ja, das war's jetzt von meiner Seite. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Tschaußen.